Eigentlich ist irgendwas ein bisschen schief gegangen, weil eigentlich wollte ich Visa-4-Brief auslesen, aber das mache ich, kann ich gern schnell machen. Wir haben geredet, bevor ich im Urlaub ging, 2 Wochen her, haben wir geredet über Visa 4, Vers 7 bis 16. Und dann hat Paulus angesagt, dass Gott hat uns gegeben als Gemeinden Aposteln, Propheten, Evangelisten, Lehrer und Hörer. Und das hat er uns gegeben, dass wir erwachsen sein darf. Wir können das nachlesen, vielleicht später. Epheser 4, 7 bis 16. Und dann letzte, in dieser ersten Woche haben wir angekündigt auch, dass für uns, wir brauchen eine neue Straßenkarte als Gemeinde. Wenn ich sage uns, ich meine Leib Christi, wir sind eine Gemeinde. Wir brauchen eine Straßenkarte, dass wir wissen, das Weg, das wir gehen müssen. Wenn wir eine Straßenkarte von 17. Jahrhundert benutzen hier in Halle, können wir unseren Weg überhaupt nicht finden. Wir brauchen eine aktualisierte Straßenkarte, dass wir das finden können. Und wenn wir als Christen zurück zu unserem Bibeltext gehen, dann haben wir das richtige Straßenkarte, das richtige Weg zu gehen in die Zukunft. Wir müssen einfach nicht was neu erfinden, aber was Altes wieder erfinden. Und das Altes ist für uns geschrieben. Und Paulus hat uns gezeigt, wie das geht. Und das steht in unserer DNA, als Christen, als Menschen, als Gemeinde, dass wir brauchen Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer in unsere Gemeinden. Und wir müssen das auch lernen. Wenn wir diese Funktionen in uns selbst haben, dann sind wir auch erwachsen, reife Christen. Dieser Text in Epheser 4 Brief ist über, wie man erwachsen sein wird. Als Gemeinde. Wir müssen uns erinnern, dass Paulus hat nicht zu individuellen Leuten geschrieben, er hat zu einer Gemeinde geschrieben. Gemeinde in Epheser, in dieser Stelle, aber in Korinther und andere Briefe hat er geschrieben. Das war nicht dein Brief zu Markus Schmidt, das war ein Brief zu die Epheser. Ist mein Mikro ausgegangen? Ja, ich habe gemerkt, irgendwas hat passiert, aber ich schalte es aus und wieder an. Vielleicht geht das, keine Ahnung. Vielleicht soll ich einfach lauter sprechen. Okay, zu Beginn will ich hinweisen, dass viele von was ich hier geschrieben habe und was ich darüber reden will, kommt aus einem guten Buch oder verschiedene Bücher, aber das heißt ein Buch, das heißt 5Q. Reaktivierung der ursprünglichen Intelligenz und Fähigkeiten des Leibes Christi von Alan Hirsch. Du kannst das finden auf Amazon, kannst du es auch selber lesen oder kannst einfach zu den YouTube-Predigen hören für die nächsten 3 Wochen. Und heute wollte ich reden über die ersten 2 Funktionen, Apostel und prophetisch. Was meint es, ein Apostel zu sein? Was meint es, prophetisch zu sein? Weil wir brauchen alles. Wir haben leider als Gemeinden zu oft uns an die Härte und Lehre nur gestellt. Wir haben nur zugeschaut, an was es ist, eine Härte zu sein. Wir dachten immer, dass dieser Text nur als Pastor nennt. Ein Pastor soll alle diese Dinge sein. Aber eigentlich war es zu einer Gemeinde geschrieben und alle die Leute in einer Gemeinde. Dann müssen wir alle Aposteln werden. Mussten wir alle Härter werden? Mussten wir alle Lehrer werden? Das sind Funktionen in uns selbst und in unsere Gemeinden. Und wenn wir nur eine Härte oder eine Lehre haben und sagen, hier ist ein Bibeltext, wir können davon lernen, das ist gut und wir sollen das tun. Aber wenn wir das nur tun und die anderen 4 nicht machen, dann haben wir nur eine Fünftel von was wir brauchen. Und wenn wir Härten sind und wir über uns kümmern und lieben und einander lieben und Liebe zueinander zeigen, das ist gut und wichtig. Aber dann, wenn das alles, was wir machen, dann ist es nur ein Fünftel von was wir brauchen. Wir brauchen alle zusammen und dann kommt es besser. Die Kirche ist das Leib Jesus. Und es besteht aus diesen vielen verschiedenen Teilen. Und wir alle sind ein Teil davon. Aber manchmal denken wir, ich bin nicht wichtig. Die Gemeinde braucht mich nicht. Das Leib Christi braucht mich nicht. Wenn du sowas denkst, dann eigentlich ist das falsch. Weil Jesus hat dir in diese Gemeinde gebracht.
Obwohl du nur hier zu Besuch bist heute Morgen, Jesus hat dich hier gebracht. Und du kannst machen deinen Dienst in einer Woche, in einer Stunde. Wir sind Diener unser ganzes Leben lang. Und das fängt an der ersten Tageswoche. Heute, Sonntag, ist eigentlich der erste Tag der Woche. Ich weiß, wir nennen das alles Wochenende, weil wir jetzt frei haben und morgen gehen wir zurück zur Arbeit. Aber da sind Leute, die arbeiten am Sonntag auch. Heute ist der erste Tag der Woche. Und das soll uns Vorbereitung geben für die Reste für diese Woche. Es soll uns vorbereiten, für was wir brauchen. Apostel, was heißt es, ein Apostel zu sein? Wie können wir Apostel sein? Wir denken vielleicht, da waren nur 12 Apostel und das war alles. Aber dann, wenn wir nachdenken, da war auch Judas, dann war der 13. Und dann auch, wenn wir Paulus dazu nehmen, weil er hat auch gesagt, ich bin ein Apostel. Und dann die anderen, denn in der Apostelgeschichte wir davon hören, Barnabas und andere. Und da war auch Maria Magdalena, Phoebe hat das Brief zu den Römern gebracht, sie war auch eine Apostel und war auch genannt als Paulus als Apostel. Dann vielleicht können wir wissen, dass vielleicht es war nicht nur 12, dass wir auch Aposteln sein kann, weil Apostel ist eine Funktion, es ist nicht nur ein Mensch. Und wir sind Botschafter als Apostel für Jesus. Apostel machen vieles. Die verbreiten Christentum. Die machen einen Fokus auf den weitesten Zweck, die weiteste Mission zu halten. Die erhalten den Kern DNA und gewährleisten es. Die erhalten die Vision von was es ist. Die machen die Evangelium weiter. Die sind Entrepreneur. Die überlegen neue Art und Weise kreativ, die Botschaft weiterzugeben. Die gründen Gemeinden, die fangen was Neues an. Wann war die letzte Baptistengemeindegründung in Halle? 200 Jahre alt sind wir jetzt oder was? Eigentlich. 150, 165 ungefähr so. Dann wie viele Apostel haben wir gehabt in den letzten 160 Jahren, wenn wir nicht neue Gemeinden gründen? Aposteln gründen neue Gemeinde, zeigt Paulus an. Er ging zu die Epheser, er ging zu Römer, er ging zu Korinther. Überall ging Paulus und hat Gemeinden gegründet. Und dann hat eine Leitung aufgebaut und dann ging er zu der Nächsten und hat wieder angefangen. Die machen was Neues, die bringen neue Bewegung zu einer alten Botschaft. Die erhalten dieses Gesundheitssystem in dieser Leiche, in dieser Leib. Nicht Leiche, Leiche ist tot, ne? Kann auch sagen vielleicht manchmal, vielleicht fühlen wir fast tot an und wir brauchen wieder Belebung. Ja, in dieser Leib, dieser Gesundheitssystem. Apostel haben die wichtige Aufgaben, die missionärische Fähigkeiten aufrechtzuerhalten. Die neue Formen, das Ekklesia zu schaffen und für die continuing Erneuerung der Kirche-Organisation einzusetzen. Die müssen weiter die Organisation für die Gemeinde machen. Die sind Pioniere. Die sind Konstrukteure. Innovatoren, Unternehmerinnen und Unternehmer, Problemlöser, Schöpfer, die haben Fantasie und wissen, wie wir neue Dinge machen können. Apostel sorgen dafür, dass die Kirche ihrer missionärischen Berufung treu bleibt, die von Gott in die Welt gestanden ist, zu sein und seine Pläne zu verwirklichen. Da sind einige nicht-christliche Beispiele für Apostel in Leben und Mythos. Ich wollte die vielleicht nennen und dann vielleicht kennen wir ein paar von diesen Namen. Zum Beispiel Steve Jobs, Erfinder von Apple und Apple-Produkte.
Franklin Delano Roosevelt, einer von den ehemaligen Präsidenten in Amerika. Jean d'Arc, Jim Collins, Theodor Herzl, Angela Merkel, George Washington, Karl Marx, Thomas Edison, Wladimir Lenin. Wenn wir in Fantasie sehen, können wir Leute wie Neo von der Matrix, Captain Jean-Luc Picard von Star Trek, Aragorn vom Herr der Ringe. Die sind eine Art von Aposteln mit uns. Und dann fragen wir, was ist ein Prophet? Und manchmal denken wir als Christen, wir wissen, was ein Prophet ist. Leider scheinen wir zu denken, dass ein Prophet nur jemand ist, der eine Art wundersame Visionen hat. Und die kommen zu uns und sagen, ich habe ein prophetisches Wort für dich. Hat das schon zu jemand hier passiert? Das hat zu mir passiert. Ein paar von euch, ja. Und manchmal ist es gut und es hilft. Und manchmal kratzt du am Kopf und denkst, was meint das? Ich habe ein paar, ich will nicht blöd sagen, aber merkwürdige Dinge gehört, wo Leute haben gesagt, ich sehe eine Seile und es ist nass und Wasser tropft davon. Meint das was? Nee, ich habe keine Ahnung, was das meint. Vielleicht in die Zukunft werden wir herausfinden, was das ist. Und manchmal denken wir, wenn jemand sagt, ich bin Prophet, das ist, was wir meinen von Prophet. Aber es kann was anderes sein. Das beschränkt das, was ein Prophet tatsächlich ist. Das Wesentliche ist, ein Prophet hilft dem Volk Gottes, mit seinem Schöpfer verbunden zu bleiben. Das ist, was ein Prophet macht. Wenn wir schauen an die alten Propheten in unserer Bibel, was haben sie immer gesagt? Kehr dich um zurück zu deinem Gott. Immer haben sie gesagt, kehr dich um zurück zu deinem Gott. Das ist, was ein Prophet sagt. Bleib in Verbundenheit mit deinem Schöpfer. Ein Prophet hilft dem Volk Gottes, Gott zu begegnen. Es ist auch in unserer Bibel geschrieben, dass in einer Zeit werden die jungen Leute prophetische Sachen haben und die jungen Leute werden Propheten sein. Das meint, die würden ankündigen, die Königreich von Gott. Nicht, dass die blöde Bilder im Kopf haben wird und dann Fantasie schreiben für uns, dass wir keine Ahnung haben, was es meint. Die würden uns bestimmte Dinge sagen. Eine Prophet oder eine Prophetin erinnert uns an unsere Verpflichtungen, an unsere Bundbeziehungen zu unserem Gott. Sie sprechen auch die Wahrheit zur Macht. Propheten gehen auch zu unserer Regierung und sagt, was passiert in Iran, gefällt uns nicht. Und wir wollen irgendwas davon sagen. Das ist auch prophetische Arbeit, wenn wir das machen. Wenn wir auf die Straßen gehen und sagen, genug jetzt mit das und das, wir müssen zur Macht sprechen und sagen, das geht nicht mehr. Das machen Propheten auch. Das ist eine prophetische Arbeit, wenn Leute sowas machen. Sie helfen uns, zwischen wahrer und falscher Anbetung zu unterscheiden. Sie setzen sich für Gerechtigkeit ein. Sie wissen, was ist gerecht und was ist nicht. Und rufen das Volk Gottes zur Heiligkeit auf. Das machen Propheten auch. Propheten sind oft Agitatoren, Agitators, ist das richtig? Stimmt. Gut. Für Veränderungen. In Namen und große Treue werden dazu neigen. Die fragen Fragen an. Sie sind Künstler, Dichter, Prediger, Seher, Mystiker, Reformer, Aktivisten, jung, alt, es ist egal. Du musst nicht alt sein, ein Prophet zu sein. Einige nicht-christliche Beispiele für Propheten in Leben und in Mythos sind Bono von U2, Malcolm X, Eleanor Roosevelt,
Nikola Tesla, Mahatma Gandhi, John Lennon, Friedrich Nietzsche, Bob Dylan, Salvador Dali, Pablo Picasso, Leonard Cohen, Aldous Huxley, Søren Kierkegaard, Ärzte ohne Grenzen. Und vom Mythos haben wir so Gandalf von Herr der Ringe, Morpheus von der Matrix. Das sind Propheten. Und wenn wir diese Funktionen kleinreden und nicht benutzen in den Gemeinden, dann nehmen wir 40% von unserer Aufgabe weg als Gemeinde. Weil es sind 2 von 5. Nächste Woche reden wir mehr über Evangelisten und dann danach Hirten und Lehren. Eigentlich könnten wir eine Woche jede Funktion darüber reden. Aber ich habe nur 3 Wochen, weil wir fangen an mit Advent in 3 Wochen. Und deswegen wollte ich das zu Ende bringen vor Advent. Und dann müssen wir fragen, na und? Gut, du hast Liste zu uns gegeben, du hast uns gesagt, das ist nicht richtig, dass wir das vergessen. Aber was machen wir damit jetzt? 21. Jahrhundert, wie können wir Aposteln und Propheten Funktionen in unserem Leben besser machen und wie können wir das in die Gemeinde besser machen? Jeder von uns hat diese Dinge in unsere DNA. Es steht schon da drin. Es ist in uns. Wer hat nicht einmal in ihr Leben gesagt, das ist Unrecht? Ist da jemand hier, das kann sagen, ich habe nie gesagt, das ist Unrecht, sowas zu passieren? Das ist apostolisch DNA in uns. Prophetische DNA, meine ich. Das ist ein Teil von einem Prophet zu sein. Unrechtigkeit zu wissen. Wir können das weiterbilden und weitergehen. Wir können auch mehr Apostel sein. Neue Dinge erfinden. Wenn wir was sehen und denken, hör mal, das könnte eine Idee sein. Es muss nicht immer zu Ende kommen. Neulich habe ich gesehen, da ist eine Kirche zum Verkauf hier in Halle. Kennen Sie das? St. Stephanus Kirche um die Ecke hier ist zum Verkauf für 335.000 Euro. Und ich sehe sowas und ich denke, boah, das ist einfach eine Wohnungskosten. Das ist nicht so viel. 335.000 Euro, was könnten wir damit machen? Und dann kommen alle diese Ideen in meinen Kopf. Und ich denke, wir können das machen und können das machen. Und so denken Apostel, was neu zu erfinden, was neu zu denken. Was können wir damit machen? Outside the box thinking, sagen wir auf Englisch. Außer das Kistendenken, außer den Reihen tanzen, glaube ich, ist es auf Deutsch. Ne? So machen Apostel. Und wir müssen das auch in uns selbst weiter bearbeiten. Diese Dinge in unserer DNA werden von unserem Vater zu uns gegeben. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind in seinem Bild gemalt. Wir haben seine DNA in uns. Und wir brauchen diese DNA. Und wir wissen nicht, wie wir das benutzen können. Paulus sagt, dass wir nur dann reif sind, wenn wir alle diese Eigenschaften ausleben. Alle 5 davon brauchen wir in unserem Leben. Das bedeutet, dass wir als Gemeinde, als Leib Christi, nur dann reif sind, wenn wir alle diese Aufgaben erfüllen. Wir haben diese 5 Aspekte Teil unserer DNA. Wir müssen nicht sagen, wenn wir mehr Leute hier haben, dann haben wir genug, was wir brauchen. Wir haben jetzt in diesem Zimmer hier sitzen, was wir brauchen, unsere Arbeit heute zu machen. Wir brauchen nicht warten. Wir haben, was wir brauchen. Er hat uns schon zu uns gegeben. Da sind auch, wir müssen sagen, in uns selbst sind wir stärker in bestimmten Bereichen als in anderen. Wir sind nicht gleichzeitig stärker als Evangelisten, als Aposteln oder als Hirten und als Lehrer.
Da sind bestimmte Bereiche, wo wir stärker sind. Meine persönliche DNA ist eher Apostel-Prophet-DNA. Das meint nicht, dass ich Lehrer, Hirte und Evangelist nicht bin, aber ich bin stärker als Apostel oder Prophet. Das sind meine Stärken. Natürlich mache ich auch Lehre. Ich stehe hier vorne jetzt und mache das und sage, das steht in unserer Bibel, wir müssen das zuhören. Aber das ist auch ein Teil von prophetischer Arbeit. Es bedeutet nur, dass meine Stärken als Apostel und Prophet liegen. Wenn du das über dich selbst verstehst, wirst du auch erkennen, wo deine Stärken liegen. Diese Kirche braucht Mitglieder, die ihre Rolle spielen. Nicht Mitglieder, die sagen, ich bin einfach nur eine Mitfahrer, Passenger. Und alle anderen können das machen, was wir brauchen. Hast du gehört von diesem Problem, dass 20% von den Menschen machen 80% von der Arbeit? Das stimmt in fast jeder Gemeinde. Aber Paulus sagt, das ist nicht gut genug. Paulus sagt, 100% von der Gemeinde muss 100% von der Arbeit machen. Wir müssen allen zusammenziehen. Wenn wir nur hier für eine Stunde sind, dann müssen wir unsere Arbeit machen. Wenn wir hier für ein Jahr sind, müssen wir hier unsere Arbeit machen. Wenn wir hier für 5 Jahre sind, dann müssen wir unsere Arbeit machen. Wenn wir hier unser ganzes Leben lang, dann können wir nicht in Rente gehen, dann müssen wir immer noch unsere Arbeit machen. Wir brauchen jede in dieser Gemeinde gesund zu halten. Jeder, der hier ist, jeder, der hier sitzt, jeder, der zuhört von zu Hause, jeder, der nicht hier ist heute, aber kommt nächste Woche. Wir brauchen jede Hand zu helfen, diese Gemeinde heil zu halten. Diese Kirche, dieses Leib von Jesus hier in Friedenskirche braucht uns alle. Jeder, der hier ist. Das hilft uns nicht nur als einzelne Menschen, Christen, reif zu sein, unser geistliches Leben zu verbessern, aber gemeinsam in Einigkeit für die Zukunft der Friedenskirche zu arbeiten. Und wenn wir das für die Zukunft der Friedenskirche arbeiten, dann machen wir das auch für das Königreich Jesus. Es muss nicht einfach hier gearbeitet werden. Wir brauchen Leute in Bahnhofsmission. Die suchen auch freiwillige Hilfe. Die brauchen Leute in der Jugendarbeit. Wir brauchen Leute überall. Es muss nicht eigentlich hier sein. Aber das Königreich von Jesus braucht uns. Es ist so gemacht, dass wir alle unsere Arbeit machen sollen. Wir müssen uns selber fragen, werde ich meine Rolle hier spielen? Wie kreativ kann ich sein, dass ich meine Rolle hier ausarbeiten kann? Es muss nicht immer gemacht sein, wie es vorher gemacht war. Wenn junge Leute kommen und sagen, ich will das und das und das machen, aber wir machen das bis jetzt nicht. Dann gut, dann fangen wir an, wir machen einen Versuch. Wenn es funktioniert, dann gut, wenn nicht, dann versuchen wir was anderes, das ist kein Problem. Wir müssen nicht immer sagen, wir haben das noch nie gemacht. Oder wir haben es einmal probiert, hat nicht gut funktioniert, deswegen haben wir das nicht mehr gemacht danach. Vielleicht müssen wir das anderes probieren und neu probieren. Oder vielleicht müssen wir das jeden Monat machen und dann bekommt es eine normale Sache für uns, sowas zu machen. Und dann werden Leute dazu kommen. Unsere Jugendgruppe hat angefangen mit 2 Familien. Und jetzt haben eine andere Kirche dazugekommen und jetzt haben wir so 6 Familien zusammen, bringen ihre Kinder zusammen. Wenn wir das jeden Monat machen, dann kommen sie später dazu, weil sie wissen, es passiert jeden Monat. Wir können nicht nur einmal probieren und sagen, okay, das hat nicht funktioniert, was machen wir jetzt? Manchmal müssen wir das ständig machen, dass es besser geht. Was für Rolle spielst du? Ich hoffe, am Ende von dieser Reihe von Predigen, wir gehen weg und sagen, wie bin ich ein Apostel? Wie bin ich ein Prophet? Wie bin ich ein Evangelist? Wie bin ich eine Hirte? Wie bin ich ein Lehrer?
Weil alle diese fünf Funktionen haben wir. Vielleicht sind wir stärker in einer oder andere von diesen, aber wir haben die alle. Weil unser Vater hat die alle. Und wir sind in seinen Blick gemacht. Unser Jesus, unser Retter, hat die alle. Und wir sind Teil von seiner DNA auch. Und wir müssen lernen, wo sind wir? Wir können das nur selbst machen. Ich kann nicht zu dich sagen, du bist gut in das und das und das. Du musst selbst wissen, was du machen kannst und was du nicht machen kannst. Und das geht nur mit Gebet, mit anderen Leuten zu sprechen. Vielleicht frag deine Freunde und sag, was siehst du in mich? Was kann ich gut machen? Was denkst du, ich kann machen? Oder geh zu jemandem, dass du traust und sage, ich habe eine Idee für die Gemeinde, aber ich weiß nicht, ob es gut ist oder nicht. Und dann vielleicht kann dein Freund sagen, ja, geh weiter, mach das, das klingt gut. Das ist prophetisch, das ist apostelisch. Ich will eine neue Gruppe gründen, das ist Apostelarbeit. Ich will Leute was beibringen, wir werden das später lernen, vielleicht als Lehrer. Sagen wir, ich will eine Andacht jede Woche in unsere App stecken, dass Leute ein bisschen von der Bibel lernen. Das ist Lehrerarbeit. Du musst nicht eigentlich mit dem Kindergottesdienst arbeiten, einer Lehrer in unserer Gemeinde zu sein oder hier predigen, das zu machen. Das ist Leute etwas beibringen, in irgendeiner Art und Weise. Wir brauchen so vieles und ich kann nicht alles ausdenken. Ich bin nicht klug genug, ich bin nicht kreativ genug, alles zu machen. Eine Person kann nicht alles machen in einer Gemeinde. Wir brauchen alle Hände, alle Köpfe zusammen und dann können wir weitergehen. Und das ist, was Paulus sagt zu uns in diesem Brief, Epheser 4 Brief. Wir brauchen alles und dann arbeiten wir zusammen und dann werden wir reif, dann werden wir stark und dann werden andere Leute auch dazukommen und mitmachen und lernen. Und vielleicht werden wir in den nächsten paar Jahren auch Gemeinden gründen. Das ist meine Hoffnung, dass einmal denken wir als Baptisten, dass wir sagen, wir brauchen mehrere Gemeinden in Halle, weil da sind so viele Leute, die suchen Gott, dass wir brauchen mehrere Gemeinden, dass die geht zu dieser Leute. Das wäre ewig freuen, wenn wir das sowas machen könnten. Dann unsere eigentlich einzige Frage von all dieser Arbeit ist, wirst du deine Rolle spielen? Wirst du deine Rolle spielen? Lass uns beten. Unsere Vater, wir danken dir, dass wir heute zusammenkommen darf. Wir danken dir, dass wir heute Abendmahl feiern, dass wir uns erinnern, was du für uns gemacht hast. Erweck diese DNA in uns, dass wir wissen, was wir machen kann hier. Hilf uns, deine Familie zu sein. Zeig uns in uns, individuelle als Menschen, was wir machen kann, was wir lernen kann, wie wir besser sein kann in all diesen fünf Funktionen. Hilf uns, deine Leute in deinem Königreich, dich gut zu dienen. In deinem Namen beten wir. Amen. Amen.